Im Namen Gottes, der die Liebe ist, im Namen Jesu, der diese Liebe gelebt hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns die Kraft schenkt, in der Liebe zu bleiben. Amen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem ersten Sonntag nach Ostern mit einem Wochenspruch, der so heißt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eigentlich wollten wir an diesem Wochenende unsere ersten Konfirmationen in dieser Kirche feiern. Die sind nun verschoben, aber nicht aufgehoben. Und wir werden uns so schnell wie möglich, wenn Daten wieder da sein sollten, bei Ihnen als Eltern und bei euch als Konfirmandinnen und Konfirmanden melden, wenn die Konfirmationen wieder feststehen. Umso schöner ist es, dass wir an diesem Sonntag ganz viele Konfis beim Psalm, bei der Evangeliumslesung und bei den Fürbitten dabei haben, die dies mit dokumentieren, dass sie heute dabei sind in ihrer Konfirmandenzeit. Und jetzt lassen Sie uns mit einem ersten Lied gemeinsam österlich singen. Das Lied 116 aus dem evangelischen Gesangbuch Er ist erstanden, die Strophen 1, 4 und 5. Erstanden, Halleluja, freut euch und singet Halleluja, denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freut sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Er ist erstanden, hat uns befreit, dafür sei Dank und Lob alle Zeit. Uns kann nicht schaden, Sünd oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserem Gott. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja, Jesus bringt Leben, Halleluja. Wir wollen gemeinsam den Psalm 116 beten. Er steht im Gesangbuch unter der Nummer 746. Ganz besonders schön ist, dass die Konfirmanden mit mir im Wechsel beten. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Wie soll ich dem Herrn vergelten, all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. In den Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, Jerusalem. Halleluja.
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam das nächste Lied singen. Im Gesangbuch unter der Nummer 369, die Strophen 1 bis 3 und 7. Wer nur den lieben Gott. Wer nur den Das Evangelium steht bei Johannes im 20. Kapitel. Auch diesen Text lesen wir im Wechsel mit unseren Konfirmanden. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen. Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe, und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her
und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und gemeinsam antworten wir auf das Gehörte mit dem Glaubenslied aus dem bunten Gesangbuch, die 088, die ersten drei Strophen: Ich glaube an den Vater. Als Frau und Mann, die Krone seiner Schöpfung, ich glaube daran. Ich glaube an Jesus Christus, der auf die Erde kam, der Mensch wie wir geworden, die Sünde auf sich nahm. Er ist am Kreuz gestorben, doch brach er neue Bahn, denn er ist auferstanden, ich glaube daran. Der überall zugegen uns Gottes Wege führt, der wird die Welt verwandeln und treibt uns weiter an, in Gottes Sinn zu handeln. Ich glaube daran. Getrennt, aber doch gemeinsam. Unter diesem Motto haben viele von Ihnen uns Bilder von Ihrem Frühstückstisch zukommen lassen. Leider konnten wir ja dieses Jahr nicht nach der Feier der Osternacht zusammen im Remter frühstücken. Doch durch die vielen Eindrücke, die Sie uns geschenkt haben, hatte ich zumindest das Gefühl, dass wir irgendwie doch miteinander am Frühstückstisch saßen. Halt getrennt, aber doch gemeinsam. Getrennt, aber doch irgendwie gemeinsam unterwegs. So ist die Situation der Jünger von Jesus nach dem Ostermorgen auch zu beschreiben. Gerüchte hier, Gerüchte da, total verwirrend und bei einigen keimt plötzlich wieder Hoffnung auf. Doch nicht alles zu Ende? 3 Tage vorher am Karfreitag sah es noch so aus. Getrennt und ohne Hoffnung. Und jetzt taucht Jesus an verschiedenen Stellen auf. Fassungsloses Staunen. Und viele sind neu entfacht. Es geht weiter. Auch der Tod hält Jesus und seine Botschaft nicht auf. Aber alle sind nicht dabei, als Jesus auftaucht. So gibt es mindestens einen, der dem Braten nicht so richtig traut. Genau, Thomas war nämlich nicht bei den Jüngern, als Jesus zu ihnen kam. Zwar erzählten die anderen Jünger Thomas davon, aber so richtig glauben konnte er es nicht. Er ist halt ein Mensch, der Beweise braucht. Er muss etwas mit eigenen Augen sehen, bevor er es wirklich glauben kann. Und noch viel mehr, er will es spüren. Er will die Nägelmale in Jesu Hand sehen und seine Finger hineinlegen. Ja, seinen Freunden glaubt er nicht so richtig. Es gab schon viel zu viele Gerüchte, die ihm wieder Hoffnung gegeben haben. Und am Ende war er doch wieder enttäuscht. Diesmal sollte das aber nicht so sein. Also ich verstehe Thomas. Enttäuscht zu werden, ist eine Erfahrung, die ich mir gerne ersparen würde. Es tut einfach weh und hinterlässt Spuren.
Nach 8 Tagen sind die Jünger wieder gemeinsam zusammen und nicht getrennt. Thomas ist diesmal dabei und Jesus erscheint als Auferstandener wieder. Thomas bekommt jetzt alles geboten. Das volle gewünschte Programm. Sehen, anfassen, Faktencheck. Sie hatten doch recht. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Jetzt ist es auch um die Kontrolle von Thomas geschehen. Voller Erstaunen und Freude bekennt er: Mein Herr und mein Gott. Die Antwort von Jesus, wenn ich sie jetzt aus der Perspektive von Thomas höre, lässt mich jedes Mal, wenn ich sie höre und lese, zusammenzucken. Stimmt, er sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der arme Thomas zusammengezuckt ist und sich ertappt gefühlt hat. Fühle ich mich nicht auch immer so, wenn ich in schweren Zeiten zweifle und Gott bitte, mir ein Zeichen zu schicken? Dann fühle ich mich auch irgendwie ertappt. Ertappt wie Thomas. Allerdings kann ich auch verstehen, dass Jesus möchte, dass ich ihm vertraue und glaube, auch ohne Beweisbilder und ohne Zeichen als Voraussetzung. Und die Antwort, die Jesus Thomas gibt, ist also so richtig an uns gerichtet, für uns gemeint. Denn niemand von uns hat die Auferstehung miterlebt. Wir haben kein exklusives Beweisfoto oder ein Selfie mit Seitenwunde und Nägel malen. Und es würde auch gar nichts bringen und beweisen. Nicht sehen und doch glauben ist eine Kerndisziplin unseres christlichen Glaubens und fordert unser Vertrauen heraus. Und deshalb gilt es auch für uns heute: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Wir singen gemeinsam mit dem Lied "Da berühren sich Himmel und Erde" mit der 075 aus dem bunten Gesangbuch gemeinsam die 3 abgedruckten Strophen. Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns.
Liebe Gemeinde, war es nicht klasse, die ganzen Frühstücksbilder zu sehen? Ich danke ganz herzlich Franziska Kempke, unserer Vikarin, die die Idee zu dieser Aktion hatte. Und ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Fotos von den Frühstückstischen zur Verfügung gestellt haben. Eine tolle Aktion in einer besonderen Zeit. Und ich lade Sie natürlich auch weiter zu unseren Kerzenandachten, zu den Gottesdiensten und zu den Beiträgen der Kinderkirche herzlich ein, dass Sie sie weiter auf YouTube anschauen und dort mit uns diese Gemeinschaft teilen. Sie finden es unter alexanderkirche-online. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus. Amen. Auch bei dem Fürbittengebet haben wir unsere Konfirmanden gefragt, ob sie sich von zu Hause aus beteiligen möchten. Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Konfis beten. Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Jesus Christus ist geboren und Mensch geworden, damit wir zum Glauben finden. Er ist aus Liebe zu uns in den Tod gegangen. Durch seine Auferstehung sind wir nicht verloren, sondern spüren Hoffnung. Verbindender Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Lass uns den Glauben nicht verlieren, den Glauben, dass wir selbst der Anfang sein können, den Glauben, dass wir nicht alles sehen müssen, was wahr ist. Einigender Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Lass deine Liebe in der Welt Wurzeln schlagen und Früchte tragen. Die Liebe, die alles verändern kann, die Liebe, die allen Hass überwindet. Die Liebe, die man nicht sehen muss und trotzdem spürt. Zusammenführender Gott, getrennt, aber doch gemeinsam beten wir zu dir. Lass uns die Hoffnung niemals aufgeben. Die Hoffnung für die Kranken und Verzweifelten. Die Hoffnung, die größer ist als alle Trauer. Die Hoffnung, die oft unsichtbar scheint, aber hier und dort immer wieder wahrzunehmen ist. Gott, getrennt, aber doch gemeinsam, bitten wir dich um Glaube, Liebe und Hoffnung. Amen. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die uns Jesus Christus geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es ist ja doch kein anderer nicht, der für uns könnte streiten. Denn du, unser Gott alleine, denn du, unser Gott alleine. Halleluja, Kyrie eleison, Herr Gott, erbarme dich. 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 Und so geht in diesen Tag, in die kommende Zeit als Gesegnete. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie Eltern über ihre Kinder, begleite, stärke und segne euch.